Wenn wir den Schnittwinkel zwischen einer geraden G und einer Ebene E suchen, schauen wir uns zunächst die Gleichung der Gerade G an. Gerade G wird bestimmt durch den Punkt A und den Richtungsvektor U. Wenn die Gerade G die Ebene schneidet, dann ist der Schnittpunkt dieser beiden der Punkt S. Das definieren wir jetzt. Wenn G jetzt nicht senkrecht zu E ist, dann gibt es eine Lotebene L zu E, die eben die gerade G enthalten wird, oder die gerade G enthält. Dann gilt auch, dass die Gerade, bei der die Lotebene die Ebene schneidet, die gerade S ist, und die enthält natürlich auch den Schnittpunkt der geraden G mit der Ebene. Also enthält die gerade S auch den Punkt S und einen Richtungsvektor V. Und nun ist der Schnittwinkel von G und E definiert als Schnittwinkel von G und S. S, nochmal, die Gerade, bei der die Lotebene die Ebene schneidet, und die Lotebene enthält die gerade G. S ist damit auch Element von E. Damit ist V auch Element von E und damit ist der normalen Vektor senkrecht zu V. Jetzt schauen wir uns diese Vektoren einmal an. Ich habe ein Dreieck gezeichnet. Hier unten haben wir unsere gerade S, die den Richtungsvektor V enthält. Dann haben wir hier nach oben unsere gerade G. Senkrecht zu S verläuft der normalen Vektor N. Und die gerade G enthält den Vektor U. Wir haben den Winkel, um den es geht, nämlich Phi, der Schnittwinkel zwischen U und V. Wir suchen den Schnittwinkel der gerade G zur geraden S, also wir suchen den Winkel Phi. Das Gegenstück zum Winkel Phi, da wir es mit einem rechtwinkligen Dreieck zu tun haben, ist dann 90 Grad minus Phi. Diesen Winkel werden wir brauchen. Hier haben wir das Dreieck nochmal. Wir finden im Tafelwerk oder auch in unserem Kopf die Formel, dass der Winkel, der von den Vektoren a und b aufgespannt wird, der Kosinus des Winkels Phi, ist gleich der Betrag von a Kringel b geteilt durch Betrag von a mal Betrag von b. Hier haben wir die Vektoren n und u, die diesen gesuchten Winkel aufspannen sollen. Es geht also in diesem Fall nicht primär um unseren Winkel phi, sondern zunächst einmal um den Winkel 90 Grad minus phi. Der Vektor v ist uns ja im Moment noch nicht bekannt. Dann ist der Kosinus von 90 Grad minus phi, betrachtet wird eigentlich gedanklich der Scheitelwinkel zu dem 90 Grad minus phi, den wir jetzt gerade eingezeichnet haben. Der ist dann gleich der Betrag von n Kringel u durch Betrag von n mal Betrag von u. Den Betrag setzen wir hier ein, weil der Winkel gegebenenfalls wegen der Richtung negativ ausfallen könnte, und das wollen wir ja nicht. So, in jedem Dreieck, in jedem rechtwinkligen Dreieck, bei dem Gamma 90 Grad ist, gilt, der Kosinus von Alpha ist gleich der Sinus von Beta. Das heißt, in unserem Fall gilt, der Kosinus von 90 Grad minus Phi ist gleich Sinus von Phi. Und damit kommen wir zum ganz einfachen Merksatz. Der Schnittwinkel einer geraden G, die wir hier gegeben haben, und einer Ebene N wird bestimmt durch seinen Sinus, und das ist der Betrag von Richtungsvektor U mal Richtungsvektor N
durch Betrag von U mal Betrag von N. Oben habe ich mal gesagt, ist natürlich Kringel. Ich glaube, das ist gar nicht schwer, das zu verstehen. Letztendlich braucht ihr die Formel, die müsst ihr wissen. Kommen wir nun zum Schnittwinkel zweier Ebenen. Nun, das ist relativ einfach, denn der Schnittwinkel zweier Ebenen entspricht dem Schnittwinkel ihrer normalen Vektoren. Damit ergibt sich Cosinus Phi ist gleich Betrag von N1 Kringel N2 durch Betrag von N1 mal Betrag von N2. Ich hoffe, das war verständlich. Unter Umständen muss man im Video immer noch mal zwischendurch Stopp drücken und das Ganze versuchen zu durchdenken.